Schaut alle auf diese üble Drow, die wir hier gefesselt haben. Sie ist eine Kreatur des Bösen und der Dunkelheit, meine Brüder. Eine Kreatur der Finsternis und des Verrats. In ihrem Herzen brennt nur der Wunsch, uns zu zerstören. Okay, Fanatiker, das passt schon mal gut. Diese Kreatur war so närrisch, hierher zu kommen, meine Brüder. Sie dachte, dass wir in unserer Wachsamkeit nachgelassen hätten. Sagt mir, meine Brüder, was soll mit ihr geschehen? Verbrennen! Verbrennt sie! Verbrennt die Drow! Ach je, verbrennt die Elfen! Ihre dunklen, finsteren Brüder stiegen aus ihren unterirdischen Löchern empor und haben meinen Vater und meinen Bruder getötet. Sie sind alle böse. Ich weiß es. Alle. Also, Hut ab vor solchen Synchronsprechern. Der klingt wirklich, als ob er eins auf den Deckel gekriegt hat, wie er da schreien kann. Dann soll die Drow brennen! Versammelt euch um mich, meine Brüder, und ihr werdet Zeuge von Beshabas Triumph über das üble Böse! Eine Drow hier? Ich frage mich, was sie wohl geplant hat. Und was hat sie diesen Leuten getan, dass sie beschlossen haben, sie zu verbrennen? Wobei diese Leute vermutlich gar keinen Grund dafür brauchen. Ihr Rivin seid verrückt! Ich habe keinem von euch was getan! Ich will einfach nicht belästigt werden! Warum habt ihr das getan? Warum? Du hast nichts getan! Du bist doch eine Drow! Das reicht doch wohl! Du sollst schweigen, Kreatur des Bösen! Heute wirst du Zeuge der Macht, der Unglücksmaid! Jawohl, ich sage, verbrennt sie! Verbrennt sie! Nein! No! Oh Lord Blüenjall! Speie nur deine finsteren Sätze aus, Drow, wenn du nicht anders kannst. Aber bereite dich auf die Reise in die nächste Welt vor. Flehe um Vergebung, flehe um Erlösung und hoffe, dass das reinigende Feuer deine verdorbene Seele zu retten vermag. Ich halte nicht viel von den Drow im Allgemeinen und auch nicht von dieser Drow im Besonderen, als ob Yahira sie kennt. Aber es scheint mir, sie hat nichts verbrochen, um dieses Schicksal zu verdienen. Außer, dass sie eine Drow ist. Das ist nicht das, was ich unter Gerechtigkeit verstehe. Ja. Also ist ja hier einmal der Meinung, dass man eine Drow retten muss. Sind uns wirklich hier die Äste im Weg? Schar, meine Erlösung liegt in deinen Händen. Wartet. Ich kenne euch. Ja. Talisa, ich bin's. Viconia de Vir. Ja, das hier ist so ein Plothole, dass die Entwickler damals nicht bedacht haben. In Baldur's Gate 1 sind wir ihr nämlich schon mal begegnet. Da wurde sie von einem Soldaten der flammenden Faust, also einem Wachmann von Baldur's Gate, verfolgt. Und wir hatten entweder die Wahl, dem Wachmann zu helfen oder ihr zu helfen. In meinem Playthrough damals, also in meinem Let's Play von Baldur's Gate 1, haben wir sie getötet. Sie muss es wohl irgendwie da überlebt haben. Das könnte ich mir als einzige Erklärung verstehen, weil eigentlich war sie tot. Wir haben sogar ihre Leiche geplündert. Ja, ihr müsst euch an mich erinnern. Mein Leben hängt davon ab. Bitte, Talisa, ich flehe euch an. Rettet mich vor diesen Verrückten. Nun gut. Lasst mich bitte helfen. Ich werde es natürlich ja, schon versuchen. Unterwegs. Ja. Ja, in Ordnung. Führt auf das Gute. Ich warte. Hier draußen dürfen wir keine Imperium. Und siehe, ich habe den Richtspruch Beshabas auf diese Fitte. Hurra! Für die das wollte ich nicht. Oh, sie ist verbrannt. Das wollte ich echt nicht. Ich wollte sie eigentlich retten, aber ich wollte mich vorher buffen. Wo war mein Autosave? Da, als wir das Gebiet verlassen haben. Okay. Keine große Herausforderung. Das war jetzt nicht geplant. Nun gut. Oh, die Lüfte der Heimat zu spüren. Mein letzter Besuch liegt schon so. Und dann gucken wir erst noch mal hier rein.
Ja. Obwohl, wir können eigentlich gleich zu ihr gehen. Natürlich. Klar, ich rede gerne ein paar Worte mit euch. Naja, gut, in den Waukentempel gucken wir noch schnell rein, dass wir den auch aufgeklärt haben. Das ist, was ihr wollt. Gut, das hatte ich auch noch nie so, dass man sie so schnell verbrannt hat. Eigentlich habe ich sie immer gerettet, egal ob ich, egal was, wen ich gespielt habe, weil sie ist zwar böser Char. Ich bin bereit. Also das können wir ja gleich rausfinden. Ich warte. Nein, können wir nicht. Okay. Ja, was möchtet ihr? Schaut alle auf dies. Ja. Dann soll die Drow brennen! Versammelt euch um mich, meine Brüder, und ihr werdet Zeuge von Beshabas Triumph über das Üble. Oh, hier. Diesmal Keldon, eine Drow hier. Man kann sich nur wundern, was die Dunklen vorhaben. Es scheint, als würde bald Gerechtigkeit gesät werden. Möge ihr schwarzes und böses Herz zu Staub verkommen. Jawohl! Nein! Speie nur deine finsteren Sätze. Ja, aus Drow, und da ja hier. Meine Erlösung liegt in deinen Händen. So, machen wir sie ab. Ich kenne euch. Habe ich nie viel von den gepriesen sei die Göttin. Sind sie alle Dank so voll für euer rechtzeitiges Eingreifen. Was macht ihr da? Warum wagt ihr es euch in das göttliche Schiedsgericht von Beshaba einzumischen? Wie kann das Volk sonst ihren Willen sehen? Ah, die finstere Kreatur hat Verbündete. Es sind Verbündete der Drow. Nein! Ich werde das nicht erlauben! Die Drow muss sterben! Rennt um euer Leben! Ja. Die rennen vor einer Drow weg. So, holen wir mal einen göttlichen Hammer raus. Ich werde tun, was im Namen meines Vaters. Wie gewünscht. Stopp, Kreatur, und nähre die Erde. Könnte sich bitte jemand. Ja. Die Sau trinkt einen Trank. Keine große Herausforderung. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Okay, viel halten wir wirklich nicht mehr aus. Ich verdanke euch mein Leben, bereit. Ihr habt mich schon wieder gerettet. Ich habe ihren Angriff wirklich nicht herausgefordert. Ich ging durch die Stadt, als mich ein Mann trotz meiner Verkleidung erkannte. Ich war überrascht und er rief nach anderen, während er meine Identität offenbarte. Ich nehme an, sie dachten, ich sei hier, um sie auszuspionieren. Dummköpfe. Sie bekommen so schnell Angst, diese Revin. Aber kommt jetzt, wir müssen schnell aufbrechen, wenn wir nicht wieder den Pöbel anlocken wollen. Ich verabscheue diese Barbaren zu sehr, um mich hier lange aufzuhalten. Es wäre sowohl ein Privileg als auch eine Ehre, mich euch anzuschießen, Talisa. Was sagt ihr zu meinem Vorschlag? Hört nicht auf die Drow, Talisa. Ihr habt sie gerettet, aber ihr seid nicht für sie verantwortlich. Sie ist böse, das sage ich euch. Es gibt unter uns keinen Platz für sie. Und was ist euer Platz? Am Bug zu stehen und mit Anschuldigungen euch zu werfen? Ich habe selbstgerechtere Revin überlebt als euch. Und dabei viel weniger Schaden angerichtet. Hohe Hexe, nehmt sie nicht unter uns auf, Talisa. Das führt zu nichts Gutem. Ich werde es nicht zulassen. Um der Wahrheit Genüge zu tun, möchte ich sagen, dass ich nichts dagegen habe, dass Viconia mit uns reist. Denkt aber daran, dass manch einer uns geringer schätzen wird, nur weil sie mit uns unterwegs ist. Lass sie nicht mit uns kommen, Talisa, die Drow. Ich meine, alle Drow sind doch grausame, schreckliche Kreaturen. Sie töteten die Avariel ohne Gnade. Man kann ihnen nicht vertrauen. Behauptet ihr etwa eine Avariel zu sein, Mädchen? Wo sind denn dann eure Flügel? Oder fanden sie euch genauso erbärmlich und stammelnd wie ich und sind euch gern entflohen? Ach, seid doch still. Talisa, ihr habt sie gerettet. Jetzt sorgt dafür, dass sie weggeht. Ha, ich habe nichts gegen euch Flügellose, aber nach eurem Zittern zu urteilen, würdet ihr zweifellos eine armselige Gefährtin abgeben. Warum behaltet ihr sie, Talisa, aus Mitleid? Das ist böse. Wir haben sie gerettet und nun sind wir verantwortlich für sie. Was, wenn sie wieder gefangen genommen wird? Weder ich noch Bo könnten das ertragen. Nein, sie muss mitkommen. Minsk ist halt Minsk.
Ich kann überleben. Man hat mich heute überrascht, aber ich bin schon einige Zeit insgeheim unter Rivin gewesen. Aber ich habe auch nichts dagegen, mit euch zu reisen. Die letztendliche Entscheidung fällt Talisa. Zeigt Rückgrat, Talisa. Nehmt mich mit und ich werde an eurer Seite kämpfen. Zusammen werden wir alle vernichten. Im Moment nicht. Später vielleicht. Wie ihr wollt. Ich werde noch eine Weile hier sein. Wenn ihr eure Meinung ändert, Talisa, findet ihr mich mitten der kunstvollen Gedenksteine im Friedhofsbezirk. Der größte Teil der Stadt ist voller Pöbel, der einen Dwau so schnell tötet, wie man Atem holt. Oder schlimmer. Sucht mich bei den Toten. Werde ich gebraucht? Ich warte auf euren Befehl. Haben wir noch irgendeine Heilung? Lasst mich bitte helfen. Ja? Sieht nicht danach aus. Göttliche Macht. Ja? Dann probieren wir doch einfach mal die Triade aus. Okay. Wo sind die Reizhopper? Massenheilung. Wow, das hat jetzt super viel gebracht. Verwirrung. Irreführung. Okay, das meiste, was sie kann, ist... Ich bin bereit. Nicht so toll, muss ich ehrlich zugeben. Also werfen wir das lieber wieder raus und packen... Doch lieber noch einen Heilzauber rein. So. Die Schwerter schiebe ich mal zu ihr rüber. Die Bolzen auch, weil die sind nicht so schwer. Bisschen was kann sie noch tragen. So. Ich warte. Ja. So. Dann fängt Keldon mal hier an. Und ist etwas voll. So. Ich erwarte eure Anweisungen. Ja, was immer ihr wünscht. Die haben nämlich teilweise schicke Sachen dabei, wenn man sich so ansieht. Oh ja. Ich helfe, wo was kann ich schneller als Chick-Tick? Avery kann die mitnehmen, weil da hat sie wieder einen vollen Stack. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Städte gehen mir auf die Nerven. Wir sollten unseren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. So. Kugeln plus 1 zu Yahira. Helm ist nicht schlecht. Der macht 0, der macht minus 1 sogar. Ja, gut. So, haben wir alles. Wieder einen neuen Stack Pfeile. Ich denke mal, ja, dass wir alles haben. Hier ist halt nur die Schleuder. Ah, nebenbei Schleuder, die hast du nicht mehr mit ins Geld. Nein, die hast du weggeworfen, zum Glück. Ja. Ich warte. Wenn es das ist, was ihr wollt. Auf einen weiteren Kampf können wir uns jetzt aber erstmal nicht einlassen. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch keinen weiteren Kampf mehr für uns. Das heißt, wir gucken uns das Gefängnis als nächstes an. Dann können wir hier reingehen. Dann können wir noch hier seitlich ins Gefängnis reingehen. Dann Keldons Anwesen. Hier unten.
Dann gehen wir hier oben übers Regierungsviertel, also hier entlang, gucken uns diesen Bereich hier an, gucken uns die Häuser an und verschwinden dann über das Ding hier, ja. Ja. Gute Idee. Aber jetzt speichere ich erstmal. Spiel speichern, das ist jetzt Let's Play, also LP006. So, und dann sehen wir uns gleich wieder.